Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zur astrologischen Vorschau für Juli. Ja, ich benutze wie immer Tarotkarten, um euch den energetischen Wetterbericht ein bisschen zu veranschaulichen. Tarot ist meine Sprache, aber ich erzähle euch jetzt etwas zu den allgemeinen Energien, die für alle Sternzeichen im Juli gleichermaßen gültig sind. Einfach nur, um euch ein bisschen vorzubereiten, um euch die Potenziale aufzuzeigen und den Monat bestmöglich für dich zu nutzen. So, wir starten mit einer wundervollen Energie in den Juli, nämlich ein harmonischer Aspekt zwischen Venus und Mars, der eine schöne Energie in unsere Beziehungen, in unsere Partnerschaften, in unsere sozialen Kontakte bringt. Und Lilith, die weibliche Urkraft, tritt in das Sternzeichen Waage ein und betont diese Energie nochmal sehr stark und bringt eben sehr viel Weiblichkeit, das heißt Liebe, Empathie, Verständnis, Fürsorge, ein liebevolles Miteinander, Selbstwertschätzung, ne? All diese Energien dürfen wir jetzt in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen erwarten oder zumindest erkennen, dass es mehr wird. Ne? Lilith tritt gerade erst ein, aber das ist eine wundervolle Energie, um in den Juli zu starten. Die Sonne ist in Krebs, die Krebszeit hat begonnen und das macht uns emotional sehr empfänglich, es macht uns verträumt, romantisch, vielleicht ein bisschen empfindlich, aber wir bewegen uns eben sehr, sehr, sehr stark auf der emotionalen Ebene. So. Dann am 2. Juli wird Neptun, der Planet unserer Träume, des Unterbewusstseins, in den Fischen rückläufig. Das ist seine letzte Rückläufigkeit in diesem Sternzeichen, bevor er, ich glaube, nächstes Jahr dann in den Widder eintritt und eine völlig neue Energie auslöst. Aber am gleichen Tag zieht auch Merkur, unser Kommunikationsplanet, in das feurige Zeichen Löwe ein. Und Löwe ist sehr ausdrucksstark. Also es wird uns leicht fallen, uns auszudrücken. Löwe-Energie ist so ein Selbstbewusstseinsboost. Und den bekommen wir erstmal hier von Merkur, dass wir, ja, vielleicht auch selber feststellen, dass wir andere Dinge ausdrücken, dass dass wir mutiger sind, dass wir einfach nach außen gehen, ne? So ganz bewusst und aktiv und eben vielleicht auch eben Gefühle zum Ausdruck bringen oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall auch ein Boost für Ideen, für Kreativität, für Leidenschaft, für Mut, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, richtig, richtig gute Energie. Dann ein paar Tage später, am 6. Juli, haben wir den Neumond in Krebs. Sicherheit für dich und deine Liebsten. Dazu bekommt ihr natürlich eine ausführliche Legung. Aber Neumond ist immer eine Neustartenergie. Also hier kann irgendwie was sich hier möglicherweise auch schon gezeigt hat auf der Gefühlsebene, losgetreten, aktiviert werden. Aber wie gesagt, zum Neumond und zum Vollmond erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. So, dann ein paar Tage später, diese drei Karten, haben wir am 11. Juli haben wir eine harmonische Verbindung zwischen Sonne und Saturn, ein Trigon, eine harmonische Verbindung von Venus, unser Liebesplanet, mit Neptun, ne? Neptun Träume und Venus zieht ebenfalls ins Sternzeichen Löwe ein. Alles, was ich euch gerade hier zum Thema Kommunikation gesagt habe, kommt jetzt auf diese weibliche Ebene, ne? Auf diese Sicherheit, Stabilität, Werte, Selbstvertrauen, Selbstliebe, partnerschaftliche Liebe, Nächstenliebe, whatever. Ne? Und da kommt unglaublich viel Leidenschaft, Kreativität, Selbstbewusstsein. Also ich musste aus einem anderen Deck diese Karte rausholen, den Ritter der Stäbe, weil der verkörpert diese Energie so gut. Genau das ist das Gefühl, was Venus in uns auslösen will. Wir fühlen uns gut, wir fühlen uns sexy, wir fühlen uns selbstbewusst, wir trauen uns was, wir kommen raus aus uns, wir zeigen unsere Weiblichkeit, unsere Verletzlichkeit, aber alles mit so einer Confidence. Also das ist ein richtig, richtig toller Transit. Und Saturn, unser Lehrmeister, deswegen die drei Münzen von Lernaufgaben, der im Sternzeichen Fische steht und sich jetzt mit Neptun, der auch im Sternzeichen Fische steht,
beide in der Rückläufigkeit verbinden. Das ist eine Energie, die uns hilft, Ziele und Wünsche konkret zu formulieren, konkret zum Ausdruck zu bringen. Venus in Löwe und Venus Neptun, ne, diese beiden Energien. Das ist ein ganz, ganz toller Tag für Romantik oder für Leidenschaft oder für Spaß haben, ne, für sich wirklich gut fühlen und daraus eben irgendwie ein neues Ziel, einen neuen Wunsch zu kreieren. Dann ein paar Tage später, 15. Juli, kommt ein riesengroßer Tag. Ne? Also zwei Tage vorher, zwei Tage nachher haben wir enorme Energien, weil Mars, der Planet des Herrschers, und Uranus, der Planet der Wachrüttelung, der des Wandels und des Aufbrechens sich im Sternzeichen Stier treffen. Und das ist eine richtig krasse Durchbruchsenergie. Und die brauchen wir auch. Komme ich gleich nochmal dazu. Na, wir kommen hier gleich nochmal zurück auf diesen Transit. Irgendwas bricht auf, ein System, eine Wertvorstellung, ein Glaubenssatz, irgendetwas, was gestaltet wurde und überhaupt nicht mehr dem, was hier möglicherweise in uns ausgelöst wurde, ne, was wir wirklich loslassen dürfen, was nicht mehr in unsere Wahrheit passt, ne, so in unsere Glaubensrichtung. Also das ist irgendwie ein Tag, ne, Mars und Uranus, das sind beides heftige Energien, da passiert irgendetwas wirklich Großes, was völlig neue Voraussetzungen setzt. Denn Mars zieht ein paar Tage später, am 20. Juli, in das Sternzeichen Zwillinge ein. Und während Stier ein fixes Zeichen ist, also ein eher unbewegliches, ist Zwillinge ein bewegliches. Also dann kommt ganz viel Bewegung unter völlig neuen Voraussetzungen, mit völlig neuen Informationen, mit völlig neuen Skills. Ne? Der Magier ist für mich oft Skills, das ist Merkur-Energie bzw. Zwillinge-Energie. Und dann dürfen wir die Macht, die in Worten steckt, ne? Die Macht, die unsere starke Ausdrucksweise im Vorhinein schon hatten, dürfen wir erkennen, was sich daraus manifestiert, also wie viel Kraft in unseren Worten steckt. Hier ist ein kleiner Warnhinweis, ne? So die Menschen, die nicht so bewusst sind, die können hier sehr ungehalten mit ihren Worten umgehen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir, die wachen, die bewussten Menschen, schon sehr klar erkennen dürfen, was da gerade in unserem Leben passiert, möglicherweise auch auf dem Weltgeschehen. Also Kommunikation als Machtinstrument, und damit meine ich auch die positive Macht, also Kraft, ne? Kommunikation als Kraft. Für manche als Macht, für manche als Kraft, aber da wird irgendetwas passieren, was, ja, was uns auf jeden Fall in eine neue Richtung schickt. Denn am 21., nur einen Tag später, wo Mars in die Zwillinge eintritt und Bewegung bringt, haben wir den zweiten Vollmond in Steinbock. Ne? Es gibt immer einen Mond, der sich im Jahr wiederholt. Dieses Jahr ist es der Vollmond in Steinbock. Und jetzt müssen wir zurück auf Juni gehen. Wir müssen hier auf jeden Fall schauen, okay, was ist vom 1. das Ende einer schweren Phase, was darfst du endgültig loslassen? Vollmond in Steinbock, der Karma-Vollmond. Ne? So gerade jetzt, wo dieser Transit von Pluto in Steinbock, in Wassermann passiert ist, wo Pluto bald nochmal ein letztes Mal für 2 Monate zurückgeht in Steinbock. Was dürfen wir jetzt hier endgültig loslassen? Wovon musst du dich befreien? Das ist irgendwie zwischen Vollmond in Steinbock 1 und Vollmond in Steinbock 2 ganz klar durch all diese Energien hier sichtbar geworden. Du hast alle Informationen bekommen, die du brauchst, um daraus etwas Neues für dich und deine Zukunft zu gestalten. Denn wiederum einen Tag später, also das hier passiert, alles innerhalb von einer Woche, just saying, trifft sich Mars in den Zwillingen mit Pluto, unserem Transformationsplanet, in Wassermann. Und das aktiviert einen riesengroßen Wandel, eine ganz, ganz krasse Transformation. Und am gleichen Tag, 22. Juli, tritt die Sonne, Sonne ist Energie, Sonne ist Aktivierung, in Löwe ein. Das heißt, Merkur und Venus haben uns irgendwie auf etwas vorbereitet, was jetzt hier aktiviert wird. Und
Wiederum ein paar Tage später, am 26. Juli, tritt Merkur, der Kommunikationsplanet, ebenfalls in eins seiner Heimatzeichen, Jungfrau ein. Und jetzt erkennen wir, wir verstehen ganz tief auf allertiefster Seelenebene, diese tiefe Seelenebene haben Saturn und Neptun hier aktiviert. Wir erkennen etwas, wir verstehen etwas, wir schaffen eine Ordnung, wir haben die Erkenntnisse, die wir brauchen, um dann wirklich mit dieser Veränderung das zu gestalten, was wir wollen. Ebenfalls am 26. Juli wird Chiron, unsere Urwunde, in Widder rückläufig und betont eben nochmal die Vergangenheit. Ne? So die Urwunde sitzt immer in der Vergangenheit, aber gibt einen wundervollen, erkenntnisreichen Rückblick auf eine Urwunde, die jetzt heilen darf. Denn wiederum ein paar Tage später, am 30. Juli, verbindet sich Venus in einem harmonischen Aspekt mit diesem rückläufigen Chiron und der bringt Heilung durch Liebe und Vergebung und durch all das, was hier irgendwie Anfang Juli passiert ist. Also ein intensiver, leidenschaftlicher, ehrlich gesagt, toller Monat, wer bereit ist, ne, die Aufgabe, die Saturn uns da nochmal stellt, auch hier mit dem großen Karma-Vollmond, wirklich vollständig zu erkennen und in sich zu gehen und sich mit diesen Energien zu beschäftigen, der hat eine große Chance, dass sich im Juli ein paar, ne, ich habe das immer, oder ich nenne die 8 Stäbe immer bunte Wegweiser, dass hier ein paar bunte Wegweiser in eine harmonische Richtung führen. Genau, meine Lieben, das war, was ich für euch hatte. Wie gesagt, viel los in diesem Monat. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss!